Na gut, und ihr wisst, was ansteht, Leute? Der nächste Boss-Battle. Diese Kringel da, das sind immer Ereignisse. Das sind Ereignisse. Zum Beispiel hier ganz, wo ich jetzt drauf stehe, das war das Eichhörnchen, als wir es zum zweiten Mal sahen. Hier sahen wir es zum ersten Mal. Okay. Ich habe Angst vom Boss. Leute, ich habe Angst. Ich würde sagen, ich mache noch den Boss hier und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und der Boss geht bestimmt eine Stunde jetzt. Alter, nee, bitte nicht. So, dann öffne ich Sesam, öffne ich. Gehen ins Licht. Was wird jetzt für ein netter Boss auf uns warten, den wir so verkacken werden beim ersten Mal? Hack. Run Hackliels, Erwileika und Glündro. Der Krisen und das Chaos. Okay. Hackalus. Was Hackales rund des Hackals? Hat sich auch keiner. So, ein bisschen erfrischt. Jetzt geht's gleich ab. Ich sehe Füße. Autsch! Es wird ihn aber nicht daran hindern, uns anzugreifen. Hallo? Soll ich ihn schlagen? Ach du Scheiße. Alter, nein! Wieso haben wir schon Schaden genommen? Alter, ich glaube, der Typ muss mit seinen Blitzen die Dinger da anmachen. Ist jetzt gerade so mein erster Gedanke. Jupp, ich glaube, der Gedanke scheint zu stimmen. Boah, Alter. Du bist auch so ein komischer Typ. Du bist in zwei Hälften geteilt. Kannst fliegen. Na gut, dann machen wir das da noch an. Dankeschön. Und das noch. Na komm. Dann weiß ich aber nicht, was wir als nächstes machen müssen. Und zack. Und jetzt angreifen. Oh. Angreifen. Autsch. Er sieht so hilflos am Boden. Liegt er. Okay. Nein, schau mal, wie wenig Schaden das macht. Boah. Dann werde ich halt etwas ausprobieren beim nächsten Mal. Dann werde ich andere Seiten aufziehen. Und zwar die von Thor. Werde ich einfach die Fähigkeit das nächste Mal aktivieren, bevor ich ihn schlage. So, komm. Und ich sag euch, der wird nicht die ganze Zeit sich so verhalten, der Boss. Er wird sicher noch viel, viel übler. So. Na komm. Komm, komm, komm. So. Dann blitzt es wieder. Was? Oh! Ich habe ihn noch einmal weh gemacht. Oh! Spinnt's? Ich sag euch doch, der wird noch schwerer. Okay. Was voll daneben. Komm, mach das da an. Hat noch immer extrem viel Leben und ich fast nichts mehr. Was ist jetzt los? Nein! Hör auf so zu lachen!
Und das da unten funkt ja schon. Kann ich die Dinger auch mit diesen Blitzen anmachen? Die haut er jetzt auf jeden Fall daneben. Na komm, lach nochmal. Ich weiß, du machst es gleich wieder. Okay. Gut. Und hier? Ja, natürlich. Mal schauen. Doch, die gehen so auch an. Sehr gut. Lass mich. Ich hatte es gerade noch erwischt. Was ist jetzt los? Warum ist er jetzt da oben? Okay. Ich frage mich, ob ich ihn auch schon einfach so angreifen kann. Ob ich ihm mit seinen Blitzen selbst Schaden zufügen kann, weiß ich auch nicht. Komm, der geht voll daneben. So, komm her. Mach nochmal. Das sieht so hässlich aus. Ich weiß immer noch nicht, wieso der in zwei Hälften geteilt ist. Nein! Halt einfach ab. Okay, meine Fähigkeiten sind zu Ende. Das erste Mal schlage ich mich aber nicht so schlecht, oder? Okay. So. Dann hier noch. Ah, natürlich. Ich sehe nichts. Bildschirm. Oh. Was ist das überhaupt für ein geiler Hintergrund? Einfach so ein Loch. So ein Wolkenloch. Schnell weg hier. Sehr gut. Na komm her. Zack. Hand ab. Leider nicht. Das macht ihm schon Schaden, ziemlich viel, wenn er am Boden liegt. Nein. Alter, und der lässt irgendwie mehr Blitze auf mich regnen. So. Ich frag mich, ob er auch zwei mit einem Blitz kann anmachen von diesen Dingen. Ah, scheiße, leider nicht. Ich dachte, den unten würde es auch noch erwischen. Autsch! Machen wir es halt einfach jetzt schon eben. Halt mich sowieso nicht ganz. Na los. Kann der auch Nahkampf machen? Das weiß ich nicht. Ah, er beamt sich einfach weg. Zack. Ja, das wollte ich. So. Jetzt hat er... Autsch! Das vergiss ich immer. Jetzt hat das die Hälfte des Lebens weg und jetzt dreht er völlig durch. Fuß! Ne. Ne, 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 Alter, zwei lachende Wahnsinnige. Wieso hat es das nicht angemacht da? Autsch. Oh oh. Leute, ist das nicht wieder ein bisschen übertrieben? Ah! Gott im Himmel, Tor, hilf mir! Nein!
Erwischt es jetzt beide? Ja. Überall Blitze. Den anderen kann ich auch noch angreifen. Schnell, schnell, schnell in den Arsch rein. So. Was, nochmal? Gut, gut, gut. Wenigstens das. Wir können zwei angreifen. Das macht beiden gleich viel Schaden. Okay. Einfach konzentriert bleiben, dann sollte es gehen. Ich schwöre, wenn wir das beim ersten Mal schaffen, dann freut sich aber jemand. So, einfach wegen den kleinen Blitzen aufpassen muss ich. Hey! So. So, jede Menge Blitze, vorsichtig. Okay, die sind weg. Jetzt, vielleicht ist es schon zu Ende jetzt. So, schnell zum zweiten. Nochmal. Nein! Doch! Doch, ich habe ihn nochmal geschlagen und das reichte. Oh, Leute, beim ersten Mal! Besiege Hagalas, die faszinierende Sturmtruppen. Ja, erneut. Oh, Leute. Mein Herz. Ei, ei, ei. Aber ich muss sagen, die waren ein bisschen leichter als der erste. Æviskeið mitt var markað löngun minni til að standa undir nafni mínu og gera föður minn stoltan af mér. Með hverjum mánuðinum sem ég eyddi á sjó að berjast í nafni Óðins sannaði ég mig aftur og aftur. Ég vann mér fljótt inn virðingu föður míns. Það lítur hafa verið samband mitt við föður minn sem kveikti fyrsta neista öfundsíkinar hjá bróður mínum. Nokkrum árum setna tilkynnti faðir minn að við fráfall hans myndi ég taka við sem höfðingi þorpsins. Ég vildi óska þess að ég hefði áttað mig á því þá að þrátt fyrir að þorpið fagnaði var andúðin farin að krauma í hjarta bróður míns. Ist natürlich auch ein bisschen verständlich aus der Sicht des Bruders. Ich weiß nicht, ob es viele Anführerinnen, die Frauen waren, bei den Wikingern gegeben hat. Weiß ich nicht. Aber interessante Geschichte auf jeden Fall. Und es wird mich auch definitiv noch interessieren, wo sie hinführen wird, die Geschichte. Was wir noch erfahren werden. Aber das erst in der nächsten Aufnahme. Und ganz ehrlich, das Spiel, wow. Ich finde es geil und schwer, aber geil. Und ich freue mich auf die weiteren Levels. Wir haben ja noch drei Reiche hier unten. Na gut, in dem Fall danke vielmals fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Chesnik. Tschüss und ciao.